Ja, ich bin neulich losgezogen, wollte eine goldene Farbe kaufen, um eine Wand bei mir zu Hause in Teilen Gold zu streichen. Als ich vor dem großen Regal stand, gab es Silikat und Dispersionsfarbe. Zwei ganz unterschiedliche Beschichtungen. Was der Unterschied ist, das erklärt Ihnen jetzt Sandra König. Farben, sie machen unser Leben bunt. Aber sie können noch mehr, sie können unsere Stimmung beeinflussen. So wirkt zum Beispiel Blau kühlend und beruhigend. Rot dagegen wirkt wärmend und anregend. Wer Lust bekommt, seine eigenen vier Wände zu streichen, steht aber nicht nur vor der Wahl des passenden Farbtons. Denn die Beschichtungen besitzen völlig verschiedene Eigenschaften. Noch vor knapp 30 Jahren wurden am häufigsten reine Dispersionen zum Streichen verwendet. Heute achtet der Verbraucher vermehrt auf natürlichere Inhaltsstoffe, die eher in Silikatfarben zu finden sind. Wichtig beim Kauf ist es jedenfalls, auf ein TÜV-Siegel zu achten, damit sich auch die Kleinsten in einem gesunden Raumklima wohlfühlen können. Doch worin unterscheiden sich Dispersionsfarben von Silikatfarben? Dispersionen eignen sich für das Überstreichen von beispielsweise Tapeten oder Wänden, die bereits sehr viele unterschiedliche Anstriche erhalten haben. Sie können bereits beim ersten Anstrich sehr gut decken, da spart Zeit und viele Farbeimer. Zudem sind sie in allen Farbtönen zu erhalten. Wer Beton, Mauerwerk und Faserzementplatten streichen möchte, also mineralische Untergründe, sollte zur Silikatfarbe greifen. Mit ihr bleibt die Wand atmungsaktiv. Reine Silikatfarbe ist aber schwierig zu verarbeiten. Deshalb werden sie zur Dispersions-Silikatfarbe kombiniert, um ihre positiven Eigenschaften zu vereinen. Ein vereinfachter Blick unter die Lupe einer Dispersion zeigt vor allem Wasser. Das sorgt für die Konsistenz. Dazu kommen viele rote Punkte, sie stehen für organische Bindemittel. Der Anteil liegt hier zwischen 8% und 15%. Zudem sind meist Konservierungsmittel enthalten, die hier schwarz markiert sind. Im Vergleich dazu ist bei der Dispersions-Silikatfarbe ein deutlicher Rezepturunterschied zu erkennen. Sie enthält nur einen kleinen Anteil an organischen Bindemitteln. Er muss unter 5% liegen. Deutlich höher der mineralische Anteil, die grünen Punkte hier. Sie machen die Farbe wasserdampfdurchlässig. Konservierungsmittel sind keine enthalten. Ist die Farbe also an der Wand, kann sie die Feuchtigkeit aufnehmen und nach außen transportieren. Durch den hohen pH-Wert der mineralischen Anteile kann sich Schimmel nur schwer auf der Oberfläche ausbilden. Besonders in der Küche, in der viel Wasserdampf entsteht, oder in feuchten Treppenhäusern ein Vorteil. Also, wer alte Wände mit Farben überstreichen möchte und einen außergewöhnlichen Farbwunsch hat, sollte zum Allrounder der Dispersionsfarbe greifen. Wer poröse Untergründe streichen möchte und auf die natürlichen Komponenten Wert legt, sollte sich für eine Dispersions-Silikatfarbe oder reine Silikatfarbe entscheiden, die aber nur in gedeckten Farbtönen erhältlich ist. Hey liebe YouTuber, hat euch der Inhalt von unserem Beitrag gefallen? Dann lasst uns bitte ein Gefällt mir da und abonniert unseren Kanal und auch die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer mit, wenn es etwas Neues gibt. Viel Spaß!